Willkommen zurück, meine Lieben. Wir sind hier wieder dabei, wenn Philadelphia ihre Zaubertränke mixt, ihre Liebeszaubertränke wahrscheinlich. Da wird sich jeder an sie verliebt, wobei sie dafür eigentlich keinen Zaubertrank braucht, aber okay. Und Michael Jackson ist jetzt hier gerade noch am Aufräumen. Nein, ich wollte eigentlich so zu dem gehen. Warte, ich muss einfach nur die Buchhandlung wieder besuchen. Kommt zwischen 7 und 21 Uhr. Aha. Ja, okay, machen wir einfach morgen weiter, scheißegal. War jetzt gerade aus Versehen, Freunde, tut mir leid. Das war so nicht geplant. Schon wieder nicht gelungen. Ach, Philadelphia, was machst du denn immer nur für einen Scheiß? Schon wieder angesenkt. Eieiei. Gut, dann geh duschen und dann mach, dass du ins Bett kommst. Schlafen. Michael, bist du noch fit? Nein, bist du nicht. Okay. Ja, dann geht er auch gleich einfach schlafen und dann... Ach nee, das ist sein Durstfaktor. Aha. Frühstück, Snack. Snack. Plasma-Orangensaft. Lass es dir schmecken. Und dann können wir noch ein bisschen hier rummachen, denke ich mal. Viele anfertigen. Gegenstand, Stoßpendel. Aha. Anfertigen. Gegenstand, Stoßpendel. Aha. Erfinden. Dann soll er lieber mal was erfinden, anstatt wieder den Stoßpendel zu machen, weil, naja. Ihr habt es ja selbst bemerkt, er ist ja kaum was wert, das Scheißding. Ich will ja schon irgendwas haben, was einen richtig schönen hohen Wert hat. Glückwunsch, wir haben Erfinden Stufe 2 erlangt. Richtig geil. Was haben wir jetzt erfunden? Trinkendes Lama. Aha, okay. Ist 4 Simoleons wert. Naja, es wird weniger. Kann man das mal irgendwo hinstellen? Stellen wir es hier hin. Cool. Kann man das aktivieren? Betrachten. Ja, sieht ja traumhaft aus, Michael. Das ist ja wunderschön. Und wenn du doch gerade schon dabei bist, weil das so schnell ging, ja, erfällt mir doch gleich mal noch was. Alter, ist hier dreckig. Und was hat er mit Quallen? Irgendwas denkt er mit Quallen irgendwie? Im Internet surfen. Aha, Michael, so ein schlimmer Finger bist du also. Aber es ist halt schade, dass das keinen Spaß bringt, weil erfinden macht eigentlich richtig viel Spaß. Also wenn man ein bisschen rumfummelt und nachdenkt und hofft und so, aber na gut. Eben das Seine, ne? Was ist das hier? Schrott sammeln. Ein Erfinder ist nichts ohne Schrott. Dein Sim möchte Schrott sammeln. Schrottplätze und Mülltonnen eignen sich ausgezeichnet für die Suche. Dein Sim kann aber auch einfach etwas in der Nähe sprengen. Oho. Ehrlich? Warte. Spring mir mal ein Auto weg. Geht nicht. Mülltonnen austauchen. Mülltonnen austauchen, genau. Mülltonnen tauchen. Aha. Gut, das könnten wir auch mal machen. Einschalten. MN8 besuchen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, nachdem er was erfunden hat, gehen wir einfach schlafen und gammeln morgen vielleicht mal in der Mülltonne rum. Überlegen wir mal spontan. Oh, da will Stufe 4 von Erfinden erreichen. Ist der Schrott für Erfindung ausgegangen? Was? Boah, Alter, das war ganz schön teuer, das Hobby, hä? Muss man ja echt einfach mal sagen. Okay, vielleicht lohnt es sich ja irgendwann. Sobald wir zum Beispiel so einen Zwerg hergestellt haben, das ist das Einzige, was ich weiß. Mehr habe ich noch nicht hergestellt, ehrlich gesagt. Also einmal so ein Pendel habe ich hergestellt. Und danach kam direkt dieser Zwerg bei mir. Und naja, dann habe ich nie wieder mit Sims gespielt, warum auch immer. Welche Fähigkeit haben wir denn jetzt genau? Stufe 3. Die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Alles klar. Das klappt doch. Moment. Ja, sie ist ja auch super drauf. Man kann sie eigentlich nur noch ein bisschen... Oh, sie schwebt. Einfach ein bisschen Fernsehen, würde ich mal sagen, weil ihr Spaß ist nicht gerade weit oben. Was ist das hier? Ein Objekt mit einer Feenfalle versehen. Natürlich kann man Objekte für ihren vorgesehenen Zweck verwenden, aber wie viel Spaß kann er das schon machen? Eine Feenfalle sollte für einiges an Gelächter sorgen. Beim Sinn möchte ein Warte. Nein. Alter, geh arbeiten. Geh. Ist zu spät zur Arbeit gekommen. Ja, okay, das stört ja keinen. Das stört ja keinen. Also mich zumindest nicht. Alter. Weißt du, Essen unterbrechen sie alles und so, aber wehe, es geht ums Fernsehen gucken. Kannst du vergessen, dass da irgendeiner aufhören würde. So, dann müsste da mal entstopfen und dann kann er auf Toilette gehen. Dann sollte er, denke ich, auch mal nochmal hier so einen Saft trinken. Du merkst doch schon, dass hier zu viele Zeitungen sind, dass wir die eigentlich gar nicht wollen, oder? Oliver? Das merkst du, oder? Oder brauchst du eine andere Brille? Weil irgendwie guckst du ja nicht so wirklich hin.
Hat der Schlappen an? Nee, sah aber gerade so aus, als ob er Schlappen an hätte. Okay, Michael, kannst du auch irgendwann mal wieder aufstehen? Wie lange schläfst du hier noch? Ist ja schlimm mit dir. Ja, und wenn er jetzt hier gegessen hat und auf Toilette war, dann würde ich sagen, gehen wir noch aufräumen. Und dann haben wir es doch schon so gut wie geschafft. Dann kriegen wir auch neue Schrottteile. Dann gammeln wir nochmal in der Mülltonne rum, wie wir es ja vorhatten. Oho, Rätselmarathon. Die Buchhandlung möchte das Interesse an ihrer Rätselbuchabteilung weiter steigern und veranstaltet einen Rätselmarathon. Alle Sims der Nachbarschaft, die einen scharfen Verstand haben und gerne Geldpreise gewinnen, können teilnehmen. Mach dich schnell zur Buchhandlung auf. So eine Gelegenheit sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Das machen wir, sobald sie Feierabend hat, auf jeden Fall. Richtig geil. Vielleicht verdienen wir ja gutes Geld dabei, man weiß es ja nicht. Vampire stillen ihren Durst, indem sie von anderen Sims trinken, frische Plasmafrüchte züchten oder sich einen Plasmasaft genehmigen. Aha. Ist also noch einiges möglich. Wo du zu einer Party eingeladen hast, das machen wir mal nicht. Oder du gehst auch nicht. Und sie ist wieder daheim. Oh, sie wurde befördert. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Philadelphia hat ihr einen Bonus von 528 und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Labortechnikerin. Aha. Dein Einsatz für die weniger glorreiche Seite der Wissenschaft hat dir eine Stelle als Labortechniker eingebracht. Es wird aber auch Zeit, dass du den weißen Kittel überziehst und deinen Horizont erweiterst. Allerdings sollst du dich auf deinem Weg in eine glorreiche Zukunft vor leicht entzündbaren Materialien, radioaktiven Mutagenen und denkenden Robotern in Acht nehmen. Natürlich. Okay, dann würde ich sagen, mit der gehen wir zuerst mal zur Buchhandlung, am Rätselmarathon teilnehmen. Ja, und wenn Michael Jackson duschen war, was noch gar nicht geplant ist, das machen wir jetzt mal, dann sollte er mal Dornröschen schlafen. Aha, dann sollte er mal aufräumen helfen. Was ist das? Ein Objekt kaufen, eine Spieluhr. Die brauchst du nicht, Michael, die brauchst du definitiv nicht. Denke ich mal jetzt einfach so ganz knapp. So, jetzt geht er los, ne? Genau, und sie geht auch... Ach, sie ist sogar schon da. Cool, hoffentlich gewinnt sie. Dann müssen wir so tausende von Demolions gewinnen. Das wäre ja richtig geil. Dann können wir uns auch eigentlich schon wieder neue Schrottteile kaufen. Also, von den Materialien her reicht's. So. Wir müssten eigentlich mal Rechnung bezahlen, ne? Ja, müssten wir. Okay, das lassen wir auf uns zukommen. Dann wird da eh oben eine Nachricht angezeigt. Und dann hat sich das. So, wo ist sie? Sie ist hier. Ist das nicht auch Michael Jackson? Ja. Aha, sie sind beide im selben Haus. Das ist ja auch mal interessant. Das sind halt zwei kluge Köpfe, muss man einfach mal sagen. So, ich spule mal vor. Bei ihr dauert es nicht mehr lange. Bei ihm füllt sich jetzt die Leiste. Alles klar. Ja, ist halt doof, dass ich aus Versehen da oben drauf geklickt habe. Oh, Moment. Du hast dein Bestes gegeben, aber am Ende hat es doch nicht gereicht, um den ersten Platz zu ergattern. Versuche in Zukunft deine Logikfähigkeiten vor einem Wettstreit weiter zu verbessern und vielleicht auch mit besserer Laune anzutreten. Oh, das ist ja doof. Laune war doch super. Ist doch traumhaft ja alles. Na gut. Beginnt in einer Stunde. Wer will dann... Ach komm, dann geh auf die Party. Hast es dir verdient. Mach's einfach so, dass du dich dann auf der Party ausholst und dann bei irgendjemandem im Bett landest und dann hat sich die Geschichte. So einfach ist das. So holt man sich den Trost. Für sein eigenes Versagen. So, was haben wir hier? Kleinkind kitzeln. Philadelphia Schokorina hat soeben die Party von Konrad Andersen besucht. Ein paar Fotos von einer flotten Party machen es doch immer wieder gut im Album. Aha. Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist. Doch kein Problem. Ist das? Ist das nicht Philadelphia? Doch. Philadelphia hat 18 Monate von Becky geschnurrt. Ja, sehr gut. Immer schön Patte machen, Mädchen. Immer weiter so. Ich dachte, sie ist auf einer Party. Auch nicht schlecht. Anscheinend ist sie ja eher am Schnorren als auf einer Party, aber okay. Uns kommt's gelegen. So, Michael, was ist. Wer treibt sich mit seinem Kind draußen auf der Straße rum, lässt das Kind draußen auf dem Boden malen und die Mutter hängt am Laptop? Komisch. Was haben wir hier? Michael hat sich ganz schnell um das Chaos gekümmert, sehr zur Freude der Angestellten im Laden. So sehr sogar, dass sie Michael ein paar Simoleons zugesteckt haben. Michael konnte unter den Trümmern sehr gut Schrott für neue Erfindungen sammeln. 75 Schrottteile, verbesserte Beziehungen zu Wellness Center und Buchhandlung Ruhe Mitarbeitern. Aha, also haben wir jetzt Freunde bekommen, sozusagen. Das ist cool. Was ist das? Ein Gegenstand bauen. Ja, das kannst du gleich sogar machen, Michael. Wir gehen erstmal nach Hause.
Warte mal, fehlt mir das zu Hause von selbst? Wo wohnen wir? Wo wohnen wir? Hier wohnen wir nicht, hier wohnen wir nicht. Wo wohnen wir denn? Alter. Wo wohnen wir? Da wohnen wir. Okay. Denn hier ist eine Mülltonne, die ich jetzt mal ein bisschen plündern will. Mülltonnen tauchen. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja, dass er Schrottteile davon mitnimmt, aber ich mache mir da jetzt noch keine große Hoffnung. Und wenn das passiert ist, dann kann er ja schlafen gehen. Duschen gehen, meine ich. Weil hinterher wird er wahrscheinlich duschen müssen. Komm, wir beobachten den mal. Fahr mal schneller, Michael. So, dann mal rein ins Abenteuer. Und flatsch. Alter, ist so übel. Was man hier nicht alles machen kann, ist schon richtig heftig irgendwo. Komm, ich hole mal ein bisschen vor und hoffe mal, dass er was richtig Geiles dabei rausholt. Bauerntempellampe haben wir auf jeden Fall gefunden. Aha. Und ein Marienkäfer. Süß. Und ihr seht ja, die Hygiene, die ist komplett im Keller. Aber keine Materialien, ne? Doch, Schrottteile sind von dem anderen. Aha. Warte, wir müssen, glaube ich, im Familieninventar gucken. Ja, hier ist der Marienkäfer. Tschüss. Was ist die Lampe wert? 50. Wow. Das hat sich gelohnt, Freunde. Für 50 Euro würde ich auch in jeder Mülltonne rumgammeln. Gar kein Thema. So, warte mal. Können wir die Teile jetzt irgendwie drei machen? Jetzt habe ich sie nur da draufgelegt, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ehrlich gesagt, ich glaube, das war nicht richtig. Aber ist ja auch egal. Boah, die Küche sieht aus wie Scheiße, ne? Jetzt hat er den Schrott wieder aufgehoben. Erfinden. Benutzt er jetzt den Schrott, den er hier im Inventar hat, oder was läuft jetzt hier ab? Ja, ich denke schon. Ja, doch, doch. Macht er. Cool. Alles klar. Dann hau mal rein, Michael. Ich frage mich eh, warum... Oh, was hat er jetzt erfunden? Spielzeughund. Hergestellt von Michael Jackson. Michael hat sein erstes Spielzeug erfunden. Cool. Was ist denn der wert? 11 Simoleons. Wow. Wo stellen wir den hin? Wo stellen wir den hin? Komm in sein Schlafzimmer. Wuff, wuff, süß. Spielen mit dem Hundi. Würde aber sagen, wir kaufen erstmal Schrott und erfinden weiter. Auch wenn es jetzt teuer war. Aktuell geben wir mehr Geld aus für dieses Erfinden, als dass wir hier davon einnehmen, aber naja. Kommt Zeit, kommt Rat. Klappt schon irgendwann. So, dann essen wir nochmal hier so ein Blutplasma-Dingsbums. Nehmen wir noch Orangensaft, das passt schon. Ich bin ja gespannt, was jetzt herkommt. Ich bin da immer so gespannt drauf, also mir macht das irgendwie am meisten Spaß, weil es auch nicht... Oh, das sieht gut aus. Eine Drehbewegung. Für 6 Simoleon, ja, das wird ja immer schöner. Knall die ganze Bude mit irgendeinem Scheiß zu. Kann das nicht drehen? Dreh das doch mal. Drehen? Nicht drehen? Warum willst du es nicht drehen? Okay, schade. Aber okay, wir stellen es jetzt einfach irgendwo hin. So. Kann man damit irgendwas machen? Nee, ne? Nein, geht nicht. Naja, wenn es hier zu voll wird, dann schmeißen wir den ganzen Gammel hier auch weg. Das macht ja keinen Sinn. Dann erfinden wir gleich mal nochmal was. Ich will Geld. Das Gute ist halt wirklich, wenn wir wirklich was hinbekommen haben, was wirklich wertvoll ist, dann kann man das immer und immer wieder bauen. Und der schöne Vorteil ist, dann können wir nämlich das Haus ausbauen. Deswegen bin ich hier gerade so richtig fixiert an dem Kram. Und ich hoffe, dass es was wird. Aktuell bin ich sehr enttäuscht von Michael. Sehr enttäuscht. Aber okay, die Empfinderstufe muss auch noch höher sein. Gleich dann Level up. Und ja. Erfinden Stufe 3. Yeah, baby. Gib ihm. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Hat die Grundlagen des Gebiets Geschicklichkeit begriffen. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles ganz klar war. So ziemlich alle Haushaltsgeräte sind heutzutage mit dem neuesten Schnickschnack ausgestattet, sodass es sich gar nicht vermeiden lässt, dass mal etwas zu Bruch geht und nicht mehr funktioniert. Mit einem Hammer und sonstigen Werkzeug bewaffnet wird Michael hoffentlich bald in jeder Lage sein, jegliches mechanisches oder elektrisches Problem schnellstens zu lösen. Bodenhygienator. Was ist das denn? Ist auf jeden Fall schon mal 150 wert. Platzieren. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Freunde, ehrlich gesagt. Ein Hygienator.
Duft ändern. Aha, cool. Das ist wie zum Beispiel so dieses, ich weiß nicht, wie diese Duftsprays heißen, die man sich kaufen kann für die Wohnung. Auch nicht schlecht. Habe ich noch nie gesehen, sowas. So, sie hat natürlich wieder den übelsten Hunger, ist ja klar. Dann muss sie arbeiten. Ach, in 2 Tagen erst. Ja, geil, dann isst doch mal was Schönes. Komm, mach mal was Ordentliches zu essen. Leckere Pfannkuchen am besten. Und dann kann sie ja schön sich darauf konzentrieren, besser zu werden und auch hier diese Tränke herzustellen oder so. Muss sie eigentlich wirklich Gartenarbeit lernen? Das ist mir auch neu, ehrlich gesagt, aber okay. Das Problem ist halt wirklich, dass hier draußen überall nur so Zombies sind, dann müssen wir das irgendwie abzäunen oder so. Das müssten wir auch noch irgendwie herausfinden. Aha, kochen Level 2, cool. Sehr schön, Philadelphia. Du machst das, du reißt die Welt. Okay, wir gehen noch duschen. Und dann gehen wir mal wieder Zaubertrank entdecken. Das wäre doch mal ganz nice. Wir brauchen mal jemanden, der die Bude putzt. Ne? So, Rechnung bezahlen. Das war mein Plan. Juhu, sie steigt gleich wieder auf. Geil. Logik, Fähigkeit Nummer 3. Das ist ja total geil. Im Geschäft der Markop findet ein Ausverkauf statt. Das interessiert ja keinen. Erfind mal lieber jetzt einen Trank. Was ist denn los bei dir? Die hat es echt noch nicht einmal geschafft, irgendeinen Trank zu entwickeln. Das ist schon ein bisschen schade. Ne? Und wieder nicht. Badän. Verdammt, echt. Dann geh duschen und probier's gleich nochmal, Mädel. So geht das nicht. So geht das auf gar keinen Fall. Ist Michael Jackson wach? Nein. Der schläft noch. Dann soll er mal hier Snack essen. Ne? So ein Blutplasma. Soll auf Toilette gehen. So. Und soll ich mal ein bisschen mit der unterhalten, ne? Weil der braucht mal ein bisschen Soziales. Bitten zu posieren. Mehr geht nicht. Ja, okay, aber er schläft ja auch gerade. Vielleicht liegt's da dran. Steh auf, Michael. Was macht sie eigentlich gerade? Aha, sie schwingt die Hüften. Yeah, Baby. Cool. Zusammen tanzen. Das wäre eigentlich ideal. Na, komm. Vielleicht verlieben sie sich ja ineinander. Zusammen tanzen und langsam bitte. Langsam und romantisch und angeschmiegt. So soll's sein. Wenn er denn erstmal 3 Stunden alles gemacht hat, er geht jetzt erstmal noch was essen, duschen, Toilette. Ne, duschen geht er gar nicht. Aber okay, auf Toilette. Oh yeah. Whoopa Gundam Style. Whoop, 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 whoop. Arschbacken. Wo ist Michael? Ist der geflohen? Nein. Ich dachte gerade, er wäre abgehauen, der Kollege hier. Aber nein, 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 er ist noch da. Komm, Michael, beide mal. Tanz jetzt mal ein bisschen auf. Ich will was sehen. Würden Sie bitte mit mir tanzen? Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich Sie auch anfasse an den Hüften und so? Hm? Wäre mir ganz angenehm. Ja, wenn es sein muss, warum nicht? Ja. Aber bitte nicht an meine Brüste. Komm her. Schön. Das ist wirklich langsam. Oh, da fragt man sich gerade, wer die Frau in der ganzen Beziehung ist. Interessant. Ja, aber sie freuen sich anscheinend, dass sie miteinander tanzen. Scheinen die aufeinander zu stehen? Ich weiß es gar nicht. Was sind denn ihre Kontakte? Hilfe. Aha, aha. Nee, aktuell scheinen sie nur gute Freunde zu sein. Eine Bekannte. Was ist hier? Da hat sie ja sogar mehr. Beste Freundin, Karen Kermann, aber über sie weiß er gar nichts, weißt du? Das macht ja natürlich richtig viel Sinn. Hm, komisch. Wer ist das? Ach, dieser komische Typ da, hm? Merkwürdig. Merkwürdig. Oh, das muss wehgetan haben. Aber das Soziale, das steigert sich wieder, das ist doch wunderbar. Wunderbar. Da kommt Freude auf, auch wenn sie ihn irgendwie kaputt tritt mit ihren Füßen. Na gut. Hauptsache, sie mögen sich und das ist wichtig. Oh, der arme Michael hier. Okay, meine Freunde, da würde ich einfach mal sagen, mit diesen wunderschönen romantischen Tänzchen was mache ich denn? Verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.